ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ihr habt mich gefragt gehabt, ob ich die Julio Cäsar mit Delidorio spielen kann. Und Don Adler sagt, ja, ich kann. Ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Deswegen schauen wir uns an, was ich in die Julio eingebaut habe. Und wie ich meine Lidorio geskillt habe. Ihr wisst ja die Geschichte schon von der Julio. Deswegen werden wir die heute nicht mehr erzählen. Gehen wir auf die Julio Cäsar. Wir haben nur ein Slot. Was soll das? Wir sind ein Italiener. Ich verlange hier 12 Slots. Ich glaube, ich muss meine Familie vorbeischicken, Wargaming. So geht das nicht. Wir haben in dem ersten Slot Zielsystem Mod 1 drinne, damit wir unsere Angebote gut verteilen können. Dann habe ich hier die Azulane Lidorio. Eine wirklich kleine, schöne Prinzessin. Würde gut in Sizilien passen. Schauen wir uns einfach mal an, was ich so in die Lidorio eingebaut habe. Aber ihr kennt das ja schon von dem Pate. Wir haben natürlich Don Cunningham und wir haben die Charnos Lady drauf. Dann haben wir natürlich hier flambierten Kanonier. Wir haben rotierenden Bohrer. Wir haben Treffsicherheit. Wir haben Streckenrekord in XXL. Und zum Schluss haben wir Wille zum Wiederaufbau. Ja, Freunde, das ist meine Skillung von der Julio Cäsar. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich mit meiner Familie im Gefecht wieder. Bis gleich. So, Freunde, wir sind hier Nachbarnherrschaft unterwegs. Meine Lieblingskarte erinnert mich an meine Heimat. Begleitet werde ich von Don Tannenberg und Pika. Sie gehören zur Familie. Wir haben eine Hermes, eine Cavour, Kongo, Wyoming, Hawkins, Furutaka, Farragut, Suppe, irgendwas und Jian Wei. Was für ein komischer Name. Zumindest werden wir hier zeigen, was die italienischen Schiffe so können. Gerade was die Giulio so mit der Lidorio anfangen kann. Wir werden zeigen, dass unsere Familie die Beste ist in diesem Spiel. Und das möchten wir jetzt hier auf jeden Fall bei C schon mal zeigen und präsentieren. Wir fahren ganz gemütlich nach C, weil ich mir dachte, okay, es ist ein schönes Wetter. Meine Frau ist glücklich. Meine Kinder sind glücklich. Ich bin glücklich. Aber ich bin eigentlich nur glücklich, wenn ich hier feindliche Schiffe versenke. Deswegen dachte ich mir, okay, wir fahren heute mal sehr aggressiv einfach rein und YOLOn ein bisschen. Ist eine neue Sprache. Ich habe auch nie verstanden, was YOLO bedeutet. Aber okay, wir machen heute YOLO-Angriff. Da wird eine Wyoming-Breitseite. Und wir haben ihnen gezeigt, dass es ein sehr schwerer Fehler war. Es war ein großes Angebot, was ich ihm machte. Und er versucht es abzulehnen. Wie kann er nur, Freunde? Wie kann er nur? 17.606 Schaden haben wir hier gedrückt. Sehr schön. Ihr seht, die Präzision der Julio ist deutlich besser geworden, obwohl die Julio von Haus aus eine sehr gute Streuung hat. Jetzt war die Streuung nicht ganz so gut, aber mein Gott, da muss man auch mal mit leben können. Und trotzdem drückt mir hier wieder eine. So gefällt ihm Don das. Wir sind aufgeklärt. Das heißt, hier ist auf jeden Fall noch ein DD. Ich glaube, Don Tanne hat ihn eben schon aufgedeckt gehabt. Es müsste die Farragut sein. Ah, Wyoming schießt zurück. So gefällt mir das. Aber er schenkt uns überhaupt keine Beachtung. Wie kann man dem Don keine Beachtung schenken? Das geht so nicht. Und wir drücken hier nochmal 8500 Schaden. Und wir haben schon den ersten verloren. Unser Colbert, Schande über dich. Wie kannst du nur unsere Familie so im Stich lassen? Aber gut, es war ein Franzose. So, da ist die Farragut. Komm schon, Don Pika. Zeig, was du kannst. Jawohl, Don Tanne hat ihn rausgeholt.
Ich muss euch sagen, die Wyoming hat mich innerlich ziemlich aufgewühlt. Weil er fährt vor dem Don weg. Warum fährt er vor dem Don weg? Der Don ist so nett heute. Der Don verteilt Geschenke ohne Ende. Und das ist der Dank dafür. Ah, schade, nur 1700 Schaden. Das ist nicht gut. Aber ihr seht's, die Wyoming macht keinen Schaden. Wir haben uns gut angewinkelt, so wie sich das gehört. Wir schießen jetzt nochmal mit einer vollen Breitseite raus. Und dann hatte ich eigentlich gehofft, dass die Wyoming Geschichte ist. Aber leider ist es nicht der Fall, denn die Wyoming drehte ab und konnte sich so noch etwas anwinkeln. Das ist nicht so schön gewesen. Das ist eine Cavour, ein italienischer Freund, eine Gastfamilie. Wir schauen mal, ob die Cavour zu den italienischen Wurzeln zurückkehrt und uns in Ruhe lässt. Ich bin sehr gespannt. Ihr seht's, wir fahren jetzt voll aggressiv rein. Wir haben eine Wyoming, eine Konko und die Cavour, die wir da noch nicht mehr sehen. Das heißt dann, wir haben drei Schlachtschiffe gegen den Don. Aber das war dem Don egal. Der Don wollte YOLO fahren und ist einfach reingefahren. So, da ist die Wyoming. Wyoming schießt wieder auf den Don. Was soll das? Und trifft uns nicht mal. Ich glaube, er braucht eine gute Pasta. Zack, hat er von uns nochmal eine Respektschelle bekommen. Weil vor der Familie sollte man Respekt haben. So, jetzt sind wir natürlich in einer Situation, wo zwei Schiffe auf uns schießen können. Aber das war dem Don egal. Ein bisschen Feuer ist auch nicht schlimm. Lagerfeuer mögen die Kinder. So, jetzt hoffe ich aber mal, dass wir die Wyoming endlich mal rausnehmen können. Und wir uns hier auf die Kongo interessieren können, beziehungsweise fokussieren können. Jawohl, da hat unser italienischer Kapitän, dem ich natürlich schön Schmiergeld gegeben habe, gesagt gehabt, dass wir die Wyoming versenkt haben. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir der Kongo die Breitseite zeigen. Aber ganz ehrlich, das ist den Don egal. Schade, Pika hat ihn nicht rausbekommen, weil die Fahrer gut ein amerikanischer DT ist. Er ist natürlich nicht so gut wie ein Italiener. Jetzt haben wir hier mal einen kleinen Schaden kassiert von der Kongo. Aber da lachen wir einfach drüber. So, die Kongo haben wir jetzt auch versenkt. Jetzt schauen wir uns mal an, was so eine Giulio Cesar mit einer Hawkins anstellen kann. Denn ihr wisst, wie Italiener, wir sind immer sehr gastfreundlich zu den Briten. Deswegen wollen wir ihnen zeigen, was hier los ist. Und zack, gab es eine Doppelzitadelle und einen vernichtenden Schlag. Und die Hawkins ist natürlich raus. Da ist noch eine feindliche Furutaka. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die hat mich ein bisschen getrollt. Beziehungsweise RNG hat uns jetzt hier ein bisschen getrollt gehabt. Ihr seht, zwei Abraller nur. Die Cavour schießt auf uns mit HE. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Wie kannst du den Don nur so beleidigen? So, Furutaka steht da noch. Wir haben jetzt mal ein bisschen höher gezielt, weil der Don eigentlich dachte, dass die Furutaka vorwärts fährt. Aber tut sie nicht. Wir haben jetzt das Großkaliber freigeschaltet. Das ist ja wohl das Mindeste. Ah, und wieder nur ein Overpen. Was soll denn das? Ich glaube, ich muss nochmal nach Prag fahren. Und muss den Wargaming-Mitarbeiter ein Angebot machen, was sie nicht ablehnen können. Ja, so langsam wird der Don ein bisschen sauer. Ich glaube, ihr hört es an meiner Stimme. Sie wird ein bisschen rauer. So, der Pika war jetzt so nett zu mir und ist bei mir geblieben, weil ihr seht's ja, wir haben einen Doppelbrand gehabt, wir haben jetzt den Wille zum Wiederaufbau und wir können uns jetzt noch einmal zurückheilen. Pika bleibt jetzt immer bei uns, was ich sehr nett von ihm finde. Vielen lieben Dank, mein Pika. Ach, jetzt gab's endlich mal eine Zitadelle. Sehr schön, jetzt brennen wir schon wieder. Was hat dieses Spiel nur mit Bränden? Ich weiß ja. Im Winter ist es kalt. Da freuen sich manche Leute ein bisschen über Feuer. Aber in so einem Spiel, so viel Feuer
Was soll das? Und zack, und die Furutaka ist raus. Die Kavu schießt immer noch mit HE auf uns. Was ist nur sein Problem? Jetzt versuchen wir hier noch die Subo irgendwas rauszukriegen. Wir haben schon wieder einen Doppelbrand. Wir haben ihn aber noch nicht gelöscht gehabt, weil wir eigentlich noch sehr viel Leben haben. Und natürlich der Wille tackert. Ja, ein Doppelbrand ist stärker als der Wille. Aber wir haben, wie gesagt, noch genügend Leben. Und da die Kavu permanent nur mit HE schießt. Naja, gut, jetzt habe ich es doch benutzt. Und wir haben den Kraken freigelassen. Das ist ja wohl das Mindeste für den Don. So, dann habe ich zum Pika gesagt gehabt, hey, Pika, die Kavu beleidigt mich. Lass mir bitte die Kavu ganz alleine. Brauchst nicht drauf schießen. Bleib bei mir, gib mir einfach den Wille. Wir müssen der Kavu mal ein bisschen Respekt zollen. Weil so geht das hier nicht. Man kann hier nicht mit HE auf ein Schlachtschiff schießen. Ich zeige ihm jetzt mal, was die AP ist. Ah, Pika schießt trotzdem noch drauf. Aber Pika gehört zur Familie. 14.000 haben wir der Kavu gedrückt. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass der Pika als drauf schießt. Ich verzeihe ihm den Fehler. Es lag vielleicht auch daran, dass ich einfach ein bisschen heiser war. Weil ich mich innerlich so aufregen musste wegen der Kavu. Eine andere Familie, eine andere italienische Familie versucht mich hier zu provozieren. Das geht nicht. Das geht so einfach nicht. Und es sieht jetzt, wir haben wieder einen Doppelbrand. Aber wir haben hier auch noch eine Heilung. Wir haben jetzt hier 134.000 Schaden auf der Uhr. 5 Schiffe haben wir versenkt. Und Pika schießt schön als mit der HE zurück. Was soll er auch machen? Er ist ein kleiner DD. Ein süßer kleiner DD. Er kann sich nicht anders verteidigen. Die Hermes ist auch offen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, sieht ihr, Pika schießt jetzt auf die Hermes. Wir versuchen jetzt hier die Kavu rauszunehmen. Und er bleibt bei HE. Er bleibt einfach bei HE. Und leider, leider haben wir ihn nicht richtig getroffen. Aber wie ihr seht, Pika bleibt bei mir. Er schießt jetzt auf die Hermes. Wir haben immer noch den Wille. Es wird wahrscheinlich die Kavu ärgern, aber das ist mir egal. Denn es gibt hier nur einen Don in Italien. Und das bin ich. So, jetzt gucken wir nochmal. Ja, jetzt dreht er breit. Eigentlich müsste es jetzt für die Kavu zu Ende sein. Nein, ist es leider nicht. Ist es leider nicht. Wir versuchen es einfach nochmal. Es ist ja kein Problem. Wir haben ja Zeit. 4 Minuten 25 ist eine lange Zeit. Ach, wieder ein Torpedo, wieder ein Doppelbrand. Aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Und die Kavu ist endlich raus. So. Ich hoffe, Kavu, du hast die Respektschelle genossen. Denn so geht man nicht mit einem Don um. Mit einem Schlachtschiff wird AP geschossen. Du fährst ja auch nicht zu einer Schießerei mit einer Wasserpistole, oder? So, jetzt versuchen wir hier die Hermes noch rauszunehmen. Pika schießt natürlich schon schön als drauf. Mal gucken, ob wir hier eventuell noch einen 7. Kill machen können. Da sind alle abgeprallt. Ich verstehe nicht, warum. Aber okay, der Don ist nicht traurig. Der Don ist sehr glücklich mit 145.000 Schaden. 6 Schiffen versenkt. 3 Medaillen. Und er lebt immer noch. So, jetzt schießen wir mit hinten. Streuung war leider nicht so gut. Aber das ist den Leuten verziehen. So, Tane geht auch nochmal drauf. Wir warten ein bisschen, weil ich gerne den 7. Kill noch haben möchte. Und zack, Zitadelle, das war der 7. Kill. Und haben nochmal 3 Medaillen bekommen. Wir haben insgesamt, glaube ich, 6 Medaillen gehabt. Wir gucken jetzt gleich nochmal. Na, drückst du mal, Adler. Wir haben Dreadnought, Feuerfest, Unterstützer, Vernichtender Schlag, Großkaliber, Krake freigelassen, 7 Schiffe versenkt, 158.627 Schaden. Also, Freunde, der Don ist sehr glücklich. Mit der Litorio auf der Giulio. Wir sind Platz 1 mit 2886 Basis-CP. Unsere Omaha 181 Punkte. Omaha, das geht besser. Üb noch ein bisschen.
Und wir haben hier 363.000 Schaden Premium gemacht. Ich werde jetzt das Mikrofon wieder an Adlerwache abgeben, damit der euch nochmal ein kleines Fazit sagen kann. Denn der Don ist müde, der Don hat Geschäfte noch vor sich. Ich muss heute nochmal losfahren, Munition holen. Ihr wisst, wie es ist. Wir sehen uns auf jeden Fall irgendwann mal wieder. So, macht's gut. So, Freunde, ja, kleines Fazit. Vielen lieben Dank, dass der Don mal die Giulio Caesar für uns übernommen hat. Ihr seht, die Litorio auf der Giulio ist wirklich sehr, sehr krass. Die Giulio hat ja von Haus aus eine ziemlich gute Streuung, also selbst bei der Derivelle merkt man schon, dass die Giulio von Haus aus eine sehr gute Streuung hat. Mit Litorio wird das natürlich nochmal verstärkt. Wir haben einen höheren AP-Granatenschaden. Ja, das tut natürlich dann ordentlich weh. Aber hier muss man auch ganz ehrlich sagen, klar, der Don hat gut gespielt. Wir wollen natürlich nichts Schlechtes über den Don sagen. Aber seine Division hat einfach genial gespielt gehabt. Der Pika ist bei ihm geblieben, damit halt der Wille zum Wiederaufbau wirken konnte. Weil ganz ehrlich, sonst wäre der Don versenkt worden. Das ist eine Lüge, das weißt du ganz genau. Ja, okay. Entschuldigung, also der Don wäre da nicht versenkt worden. Aber ihr seht's, ne? Also mit Litorio macht auch die Giulio sehr, sehr viel Spaß. Sie ist sehr stark. Und gerade auf Tier 4, ja, ist die Giulio jetzt natürlich ein Riesen... Ja, eine Riesengefahr. Ich bin mal gespannt, ob da eventuell ein gewisses Schiff dann wieder aus dem Shop entfernt wird. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum soll man ein italienisches Schiff, ein italienisches Premium-Schiff rausnehmen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut. Naja, also wie gesagt, ich finde sie mit Litorio extrem stark. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut.